Herzlich willkommen hier bei unserem Polarix Partner Expertentalk auf der internationalen Zulieferbörse 2014 in Wolfsburg. Die Gesprächsrunde möchte ich Ihnen zunächst vorstellen. Es ist zum einen Herr Dr. Engelbert Wimmer, Mitbegründer und Geschäftsführer der Unternehmensberatung Polarix Partner. Herzlich willkommen. Und auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Dr. Olaf Dübel, Leiter neue Projekte Volkswagen Carnet und E-Traktion. Herzlich willkommen. Ja, wenn man hier über die IZB schlendert und mal so schaut, was bei den Ausstellern hier die Kernthemen sind, trifft man neben den Klassikern wie Leichtbau und Prozessoptimierung sehr bald auf das Thema neue Mobilität, Connected Car, Car2X. Das sind Themen, die sehr viele Unternehmen mittlerweile umtreiben, Herr Dr. Dübel. Connected Car ist auch Ihr Kernthema. Wo befinden wir uns da derzeit von der Marktreife und wann werden wir diese neuen Technologien in den Fahrzeugen sehen, in Serienfahrzeugen sehen? Ja, auch für uns ist das ganze Thema Connected Car natürlich eines der strategisch wichtigen Projekte. Wir haben, glaube ich, als Volkswagen-Marke und auch als Konzern viele strategische Weichenstellungen in den letzten Jahren gemacht, um jetzt auch Produkte anbieten zu können. Wir haben jetzt gerade den Passat, der jetzt in den nächsten Monaten gelauncht wird in den verschiedenen Märkten, mit einem relativ großen Portfolio an Diensten versehen. Wir haben auch sehr, sehr gute Rückmeldungen bekommen aus der Presse. Man redet schon davon, dass der Passat in der digitalen Oberklasse angekommen ist. Und ich glaube, das ist der richtige Weg und den haben wir eingeschlagen schon vor Jahren und jetzt ernten wir halt auch schon mal die ersten Früchte aus diesem Weg. Dr. Wimmer, Connected Car, ein Schlagwort, das wir auf Kongressen, auf Netzwerkveranstaltungen der Automobilindustrie schon seit vielen Jahren hören. Es wurde lange Zeit als Schlagwort gehandelt. Jetzt kommt so langsam Fleisch an das Thema. Mich interessiert natürlich, wie wir im internationalen Vergleich hier in Deutschland aufgestellt sind. Ist das eine Technologie, mit der sich die deutsche Automobilindustrie weiter profilieren kann? Oder hinken wir da vielleicht dem einen oder anderen Markt hinterher? Also hinterherhinken würde ich auf gar keinen Fall sagen. Es gibt zwar vor allem amerikanische Unternehmen, die mit sehr großen Volumen an Fahrzeugen, die bereits Connection haben, im Markt sind. Im Grunde aber glaube ich, dass da jeder OEM seinen eigenen Weg gehen wird. Und erlauben Sie mir, wenn ich einen Vergleich bringe. Wir hatten vor etwa 15 Jahren die große Welle, wo wir gesagt haben, das ist die Dekade des Design. Ich glaube, dass die nächste Dekade die des digitalen Geschäfts sein wird, wobei digital die gesamte Wertschöpfungskette beinhalten wird, das heißt digitaler Sales, digitale After-Sales und natürlich das Fahrzeug, das über seinen Lebenszyklus hinweg verbunden sein wird und alle diese Dienste, die man dann nachher digital anbieten kann, ins Fahrzeug bringen wird und dann wird natürlich den OEMs als Orchestrator, als Dirigent dieser Services eine zentrale Rolle zukommen und so wie der Designer vor etwa 15 Jahren ins wirkliche Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist, glaube ich, dass die Architekten der digitalen Service-Architekturen jetzt ins Zentrum rücken werden. Ich möchte ein bisschen tiefer einsteigen, weil Connected Car, das ist so ein Schlagwort, da kann man aber Bücher drüber schreiben. Aber Herr Dr. Dübel, welche Services kann der Kunde in Zukunft zum Beispiel von Fahrzeugen aus dem Volkswagen-Konzern erwarten? Was verstehen Sie unter Connected Car für Ihre Produkte? Na, ich glaube, dass was wir anbieten werden oder was wir jetzt schon anbieten, das ist, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ein großes Portfolio von Diensten. Angefangen von Verkehrsflussinformationen online bis zu POI-Suchen für kundenspezifische Anfragen, die der Kunde hat, können wir das ganz spezifisch anbieten für die Kunden. Wir haben natürlich auch Informationen wie Wetterdienste, die entweder am Standort oder am Zielort abzufragen sind. Wir haben News in unseren Online-Diensten und wir werden auch in den nächsten Jahren weiterhin an unserem Portfolio arbeiten. Es werden immer mit dem Fokus, unsere Kunden zufriedenzustellen, einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Und auf diesem Weg sind wir, wie gesagt, wir erstellen weiter Dienste und das wird in den nächsten Monaten und Jahren noch weitere Dienste zur Verfügung gestellt bekommen.
Jetzt gibt es ja häufiger die Stimme, die sagt, Lebenszyklen, wenn ich die vergleiche zwischen, ich sag mal, Smartphones, die wir heute alle mit uns rumtragen und wo solche Services außerhalb des Fahrzeugs schon angeboten werden, und das Automobil, die sind mal prinzipiell nicht kompatibel. Das heißt, ich habe viel kürzere Lebenszyklen bei den Electronic Devices als beim Automobil. Wie passt das zusammen? Wie stellen die Automobilhersteller in der Welt sicher, dass das Fahrzeug nicht nach anderthalb Jahren obsolet ist und Technologie verbaut ist, die nicht mehr vom Markt gewünscht wird? Ja, dieser Glanz der Produkte im Kundensegment der Unterhaltungselektronik entsteht in den Augen der Kunden, ist aber nicht in den Produkten zu finden. Denn eigentlich, wenn Sie sich die Technologie anschauen, die in den modernen Handys verbaut ist, auch die dortigen Betriebssysteme, dann sind die mitnichten alle 9 Monate neu. Da kriegen Sie vielleicht ein Update, aber die wesentlichen Prozessortechnologien, die Architekturen, die sind sehr nachhaltig. Und genauso kann man sich es auch bei den Automobilen vorstellen, dass man eben eine Möglichkeit schafft, dass die Fahrzeuge auch während des Lebenszykluses Updates bekommen, dass es dort Speicher vorgesehen gibt, der auch neue Applikationen ermöglicht, dass man also auch hier eine Kreuzung der Technologie aus dem Unterhaltungselektronik-Segment mit dem Automobil hinbekommt. Und ich denke, da werden uns die Automobilhersteller ganz schön überraschen in den nächsten Jahren. Das Thema des Connected Cars ist aber weit mehr als nur das Infotainment. Also ich denke mal, es ist zu kurz gesprungen, wenn wir sagen, es geht nur um die Lieblingsmusik oder vielleicht ein Video für den Beifahrer, sondern Connected Car hat einen ernsten Hintergrund. Das heißt, die Verquickung des Automobils zu seiner Umwelt, zum Verkehrsfluss, zu anderen Verkehrsteilnehmern bietet ganz neue Chancen, das Autofahren auch sicherer zu machen. An welchen Technologien arbeiten Sie in dem Bereich, die vielleicht jetzt nicht unbedingt am Frontend oder am Display zu sehen sind, aber die dem Auto mitgegeben werden, um es sicherer zu machen? Na, wichtig ist in dem Zusammenhang, dass wir das Auto vernetzen. Und zwar mit einer Backend-Struktur, die wir als Automobilhersteller für sicher halten. Das ist eins der ganz wesentlichen Punkte. Sobald wir die Möglichkeit haben, Daten von dem Auto sozusagen auszulesen, zu verwalten, zu generieren und wieder zu veredeln und dem Auto wieder zur Verfügung zu stellen, haben wir die Möglichkeit, dem Kunden auch entsprechend, sage ich mal, Dienste zur Verfügung zu stellen, die für ihn in Zukunft eine deutliche Sicherheit auch beim Autofahren bringt, mehr bringt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Man erkennt durch die Datenabfrage, dass ein Fahrzeug unglücklicherweise verunfallt ist auf einer ganz bestimmten Strecke. Diese Informationen sind auf unseren entsprechenden Servern, dann stehen die zur Verfügung. Und so könnten wir dann nachfolgenden Fahrzeugen rechtzeitig die Informationen widerspiegeln, dass da vorne eine Gefahrenstelle kommt. So können wir das natürlich auch genauso tun mit Aquaplaning zum Beispiel. So haben wir die Möglichkeit, einfach die Kunden vorher schon zu informieren, dass was auf sie kommt. Ich denke mal, solche Systeme funktionieren aber nur dann zuverlässig, wenn genügend Verkehrsteilnehmer auch entsprechend ausgestattete Fahrzeuge haben. Denn wenn mein Auto das einzige ist im Umkreis von Kilometern, das solche Technologie an Bord hat, dann wird es wahrscheinlich noch nicht so zuverlässig sein. Wann rechnet denn der Markt oder wann rechnen wir in unseren hiesigen Märkten damit, dass diese Gesamtsysteme voll funktionsfähig sind, Herr Dr. Wimmer? Naja, da muss man dann schon, denke ich, auf 2020 folgend warten, bis dass es eine wirkliche Penetration in der Breite gibt. Ich sehe aber, dass das ganze Feld sehr viel weniger schwarz und weiß zu betrachten ist. Wir haben heute auch für Nachmarktlösungen relativ interessante Optionen in der Pipeline, die da kommen, die es ermöglichen, dass Fahrzeuge über die Bluetooth-Schnittstelle zum Beispiel mit dem ganz normalen Handy vernetzt werden. Das heißt, es gibt hier mehr Möglichkeiten, und diese Mischung aus einer Altersgruppe, die in das Fahren hineinwächst und gewöhnt ist, ihre Devices zu vernetzen, die Penetration in der Breite im Aftermarket und die OEMs, die die neuen Fahrzeuge rausbringen, da entsteht dann schon auch eine gewisse Abdeckung. Ich möchte aber noch weiter hinausgehen über die Sicherheitsaspekte, die natürlich besonders die deutschen Premium-Anbieter interessieren würde, sind die Komfortaspekte, die mit dem vernetzten Fahrzeug einherkommen. Stellen Sie sich vor, dass Sie Ihr Fahrzeug wegschicken können, park dich selber und komm wieder, wenn ich möchte. Das sind die Funktionen, auf die wir eigentlich in den Metropolitan Areas warten, die dann nachher dazu führen werden, dass ein Fahrzeug ohne Vernetzung gar nicht mehr denkbar sein wird.
Und wenn man hier über die Messe geht, dann gibt es noch andere Funktionalitäten, auf die wir dringend warten. Und ja, glücklicherweise auch der Endverbraucher, nämlich Themen wie autonomes Fahren, teilautonomes Fahren im ersten Schritt sicherlich. Dann wird es irgendwann mal die Lösung geben, dass man vielleicht während der Fahrt nicht mehr nach vorne schauen muss. Ist das eine Vision, an der hinter den Kulissen so heftig gearbeitet wird, wie man sich das erhofft? Oder sagen Sie, da müssen andere Schritte zunächst einmal in die Serie überführt sein, bevor wir das Thema weiter angehen? Ich denke, autonomes Fahren ist genauso ein strategisches Thema bei uns, bei Volkswagen, wie bei allen anderen Automobilherstellern, OEMs. Da wird eine Menge gearbeitet, das werden die ein oder anderen Prototypen werden immer wieder gezeigt. Wir sind auch ganz tief in dieser Materie drin und arbeiten ganz intensiv daran. Und das Thema Autovernetzung oder vernetztes Fahrzeug ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil in dem ganzen Zusammenhang. Was ich sehr spannend finde, ist, dass vor 10 Jahren, wenn man so eine Talkrunde gemacht hätte, da hätte jeder gesagt, autonomes Fahren wird vom Endverbraucher nicht akzeptiert, ist ein No-Go. Da gab es damals so Stichworte wie der gläserne Autofahrer und solche Dinge. Man hat jetzt den Eindruck, dass das kein Problem mehr ist. Das heißt, diese Technologie scheint so weit zu sein, dass der Endverbraucher sie akzeptiert. Ich denke mal, das hängt auch damit zusammen, dass Fahrerassistenzsysteme, die gute Dienste leisten, mittlerweile auch akzeptiert sind. Dr. Wimmer, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt auch, um so eine Produktgeneration wie das autonome Fahren im Markt mit gutem Gewissen einzuführen, oder braucht es noch etwas Zeit? Ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, dass wir auch hier einem Hype-Cycle ausgeliefert sind und das Thema autonomes Fahren ist durch den ein oder anderen Medienkonzern, der gezeigt hat, dass sie es bewerkstelligen können, das Fahrzeug autonom fahren können, überraschende Ergebnisse gezeigt, dass das dann damit jetzt ein bisschen nach oben gejubelt worden ist. Aber bis das tatsächlich in der Realität angekommen ist, wird das wahrscheinlich genauso wie das Thema Elektromobilität einfach auch ein bisschen dauern. Das ist aber wie alle Hype-Cycle, das heißt, irgendwann rutscht es runter und dann plötzlich wird es Normalität werden. Das heißt, wir werden schon daran weitermachen müssen, unsere Fahrzeugflotten darauf entsprechend vorzubereiten. Man sollte aber vielleicht ein bisschen vorsichtig sein mit dem großen Invest, der an der Stelle erst dann erfolgen kann, wenn sowohl der Gesetzgeber in der Lage ist, auch entsprechende Korridore zu schaffen, die dann befahrbar sein werden, als dass dann nachher tatsächlich auch die Akzeptanz in der Breite da ist. Weil das eine ist ein abstraktes, ich würde es ja nutzen, und ein tatsächliches, ich fahre damit. Sie haben das Stichwort genannt, E-Mobility, auch hier auf der IZB natürlich ein Thema. Wobei man hat den Eindruck, es ist kein Hype-Thema mehr, sondern es ist einsortiert in die vielen aktuellen Themen, die die Zulieferer und die Fahrzeughersteller umtreiben. Das Thema Elektromobilität gehört bei Ihnen zum Tagesgeschäft. Jetzt fragen wir uns natürlich von der Millionen Fahrzeugen, die wir im Jahre 2020 laut Kanzlerin auf unseren Straßen haben werden. Wie viele davon haben ein VW-Logo vorne drauf? Naja, also erstmal, bevor ich auf die Frage konkret antworte, würde ich gerne einmal sagen wollen, dass wir natürlich das Thema Elektromobilität bei der Marke Volkswagen und auch im Konzern als auch eins der wichtigen Themen auch für das Thema CO2-Bilanzen und für die Thema Erfüllung der CO2-Gesetze sehen. Wir haben früh damit angefangen. Wir haben den E-Up und den E-Golf als Marke Volkswagen, jetzt als batterieelektrische Fahrzeuge im Markt. Jetzt die letzten Wochen, Monate kommen noch die Plug-in-Hybride so langsam dazu in das Produktportfolio. Der Golf-Plug-in und der Passat-Plug-in, den wir jetzt gerade gelauncht haben, beziehungsweise den wir gerade kommuniziert haben. Im Übrigen, der Golf ist dann eins der wenigen Autos oder das einzige Auto, die einzige Marke, das einzige Modell, wo wir alle Antriebe im Prinzip im Fahrzeug realisieren, angefangen von den herkömmlichen verbrennungsmotorischen betriebenen Autos, Benzin und Diesel, über den Plug-in bis zu einem batterieelektrischen Fahrzeug. Das ist einmalig soweit. Jetzt zu Ihrer Frage konkret. Wir haben natürlich in dem ganzen Zusammenhang sehen wir erstmal, dass wir von der Marke Volkswagen auch in dem Thema Elektromobilität unseren Marktanteil erwarten. Und das heißt im Prinzip bei heute größenordnungsmäßig 21% Marktanteil an den Zulassungszahlen gehen wir davon aus, dass von den 1 Million Fahrzeugen auch roundabout 200.000 bis 250.000 Volkswagen dabei sind.
Das Interessante ist, bei so großen Konzernen wie Volkswagen, da spielt sich um eine solche neue Technologie ganz viel auch ringsherum ab. Also es ist nicht nur das reine Automobil, nicht nur die reine Technologie unter der Haube, sondern es findet eine Vorbereitung des Marktes statt. Und wenn man hier in diesen Tagen während der EZB mal durch Wolfsburg wandert, dann sieht man, wie viel eigentlich noch getan wird, außer der reinen Fahrzeugentwicklung. Es gibt also eine E-Ladestation hier, die E-Mobility Station. Es gibt vernetzte Thematik zwischen dem öffentlichen Nahverkehr und dem Individualverkehr. Dr. Wimmer, da sind die deutschen Automobilhersteller extrem gründlich. Man hat so den Eindruck, wenn man anderswo in der Welt andere Hersteller sieht, dass da eher die Technologie im Vordergrund steht, aber nicht unbedingt die Bevölkerung mitgenommen wird. Ist das der Schlüssel für zukünftige Erfolge mit der Elektromobilität? Ich glaube, die Realität ist ein bisschen komplexer. Ich glaube, dass jede Region ihre eigene Mobilitätslösung finden wird. Wir werden in Metropolen wie Tokio, Shanghai oder Peking andere Lösungen sehen, als jetzt in einem Umfeld von Wolfsburg oder sozusagen am Highway von Amerika. Ich denke, dass da ein ganz großer Schlüssel drinnen liegt, dass man als Mobilitätsanbieter, als Automobilkonzern lernt, in diesen unterschiedlichen Ökosystemen zu denken und Lösungen anzubieten, die dann nachher am besten modular für die jeweilige Umgebungssituation anpassbar sein muss. Dazu gehört auch, dass man sich darauf einlässt, dass unterschiedliche Mobilitätssysteme mit unterschiedlichen Infrastrukturen, Playern, Mitspielern vorbereitet sein müssen und dass man dann klug darauf reagiert, sowohl von der Produktseite her als auch von der Service-Seite und der Marktvorbereitungsseite, dass man dann nachher auch die entsprechende Infrastruktur und Gesamtkonstellation auf den Markt bringt. Ich glaube, dass das bei uns sehr gründlich gemacht wird, wie Sie es sagen. Wir haben ja auch bei uns die große Initiative Elektromobilität gestartet, sehr viele Forschungsprojekte, wo es uns ein bisschen gemangelt hatte, laufen. Ich glaube aber, dass man mitnichten davon ableiten kann, dass das auch gleichzeitig die Vorbereitung auf andere Regionen ist. Die Elektromobilität ist ein Thema, das erstaunlicherweise vom Markt sehr positiv aufgenommen wird. Also es gab ja Zweifler, die gesagt haben, ob das vielleicht die Endverbraucher überhaupt haben wollen, ist die Frage. Nein, wenn man die Umfragen heute hört, dann ist sehr großes Interesse vorhanden und mittlerweile auch ein sehr großes Bewusstsein darüber, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Mittlerweile gibt es auch sehr viele Menschen im Markt, die sagen, das Thema mit den Incentives, über das wir noch früher diskutiert haben, ist gar nicht so notwendig, sondern das Produkt selber, die Güte des Produktes, die Innovation wird es regeln, wird dafür sorgen, dass Nachfrage entsteht. Wie ist Ihre Meinung dazu? Naja, ich denke, auch in dem Zusammenhang sind wir als Volkswagen auf dem richtigen Weg, weil wir von vornherein gesagt haben, wir werden unsere Elektromobilität in die Fahrzeuge einbringen, in die wir heute auch unsere verbrennungsmotorisch betriebenen Fahrzeuge haben. Und von daher glaube ich, zeigen wir auch heute sehr deutlich, und das ist das, was wir auch von den Kunden immer wieder gespiegelt bekommen haben, dass der E-Golf und auch der E-Up, dass das wirklich hochwertige Fahrzeuge sind und dass das ganze Thema Elektromobilität in keinster Weise ein Verzicht bedeutet. Natürlich sind die Themen Reichweite, Kosten immer irgendwo spielen da mit. Aber unabhängig davon, wenn Sie dieses Produkt haben, wenn Sie mit diesem Produkt fahren, dann sehen Sie, dass diese Elektrofahrzeuge, die wir, wie gesagt, bewusst in die Modelle einbringen, dass die halt überhaupt nicht Verzicht bedeuten, sondern dass es auch Spaß machen oder Spaß macht, ein E-Fahrzeug zu fahren. Und da sind wir genau beim richtigen Thema, denn man fragt sich natürlich, wie kriegt man ein solches Produkt wie ein Elektrofahrzeug in die Köpfe der Leute, wenn man nämlich mal schaut, was passiert, wenn man einen Endverbraucher, einen Autofahrer in so ein Elektroauto setzt, egal welcher Provenienz, die Menschen steigen aus und lächeln, weil sie Spaß daran haben, weil es ihnen Spaß macht, weil es ein gutes Gefühl ist, mit einem E-Fahrzeug zu fahren. Dr. Wimmer, man müsste eigentlich jeden in der Bevölkerung in so ein Auto reinsetzen, damit würde ganz viel in Gang gesetzt werden, das schafft man aber nicht. Was kann denn die geeignete Strategie sein? Weil mit einem Text ein Elektroauto zu beschreiben reicht nicht, nur darüber zu berichten reicht nicht. Wie kriegt man die Menschen in solche Autos? Naja, ich denke, dass unsere Premium-Hersteller sehr gut
gezeigt haben, dass man über Emotionalisierung von Produkten, über die emotionale Botschaft einen deutlichen Mehrwert sehr gut verkaufen kann. Und ich denke, dass da jeder der einzelnen Marken eine sehr gute Antwort finden wird, die in einem Mix aus Produkterfahrung, Sie haben recht, das Produkt muss erfahrbar werden. Das heißt, ich muss auch den Unterschied spüren. Wenn Sie den berühmten Kick spüren im Elektrofahrzeug, dann wissen Sie, dass das ein sehr überzeugendes Gefühlselement ist und dann muss es auch entsprechend vermarktet werden. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir hier da die richtige Sprache finden werden. Über ein Image des Verzichtes wird es definitiv nicht laufen können. Ich denke mal, das verändert sich so ein bisschen auch in der Art der Kommunikation der Automobilhersteller am Markt, oder? Weil in der Vergangenheit, wenn man sich anschaut, die Berichterstattung der Medien zum Beispiel über die Elektromobilität war hier in Deutschland zumindest überwiegend eine technologische. Es wurde sehr viel über Technik gesprochen, über Batteriereichweite, über Lebensdauer, über Kosten, über Parkmöglichkeiten. Glauben Sie, dass in Zukunft mehr Emotion auch ins Spiel kommt? Naja, vom Grundsatz her ist ein Auto immer noch ein Fortbewegungsmittel von A nach B. Und ich glaube, wir haben bei den Fahrzeugen immer Emotionalität drin. Das ist unabhängig davon, ob Sie jetzt nur von Elektromobilität sprechen oder von verbrennungsmotorisch betriebenen Fahrzeugen. Wenn wir speziell auf die Elektrofahrzeuge gucken, dann glaube ich, gibt es einfach neben den uns bekannten natürlich Argumenten, die im Moment noch so ein kleines bisschen das Thema Elektromobilität nicht ganz so schnell reifen lassen und voranbringen können, Reichweite und Kosten, natürlich sehr, sehr viele positive Vorteile für die Elektrofahrzeuge. Da sprechen wir von Geräuschkulisse, dass die Elektrofahrzeuge viel, viel leiser sind und ein anderes, komfortables Reisen ermöglichen. Da sprechen wir von Beschleunigungswerten, die mit einem Elektromotor halt bei einer Umdrehungszahl von 0 Umdrehungen pro Minute schon mit einem maximalen Drehmoment anfangen. Und das sind einfach Dinge, die, so wie wir es vorhin auch gesagt haben, die Kunden erfahren müssen. Kunden, die diese Fahrzeuge fahren, sagen, super, hätte ich gar nicht erwartet, dass das wirklich ein hochwertiges Produkt ist. Und ich glaube, das ist die richtige Botschaft. Und wenn wir gute Produkte haben und die Kunden von diesen Produkten überzeugt sind, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg, die Elektromobilität weiter voranzubringen. Die große Frage ist immer, wird sich Deutschland zum Schlüsselanbieter in der Elektromobilität entwickeln oder Leitanbieter, Leitmarkt, werden wir es schwierig haben, denn es gibt größere Märkte für Elektromobilität. Aber Dr. Wimmer, sind wir da auf einem guten Wege? Wird das Autoland Deutschland auch ein E-Autoland werden oder hat uns vielleicht der ein oder andere Markt etwas an Geschwindigkeit abgenommen? Naja, ich glaube, wenn wir nur auf Deutschland fokussieren, weiß ich nicht, ob das dann die richtige Größenordnung ist. Ich glaube, wenn wir auf die deutschen Hersteller fokussieren, das ist dann schon der richtigere Zugang. Ich denke, wenn man als Automobilhersteller von einigen wenigen abgesehen am Innovationskampf teilnehmen möchte, dann muss man sich in Europa beweisen. Und insofern ist die hohe Wettbewerbsaktivität, die hier in Europa, auch in Deutschland, dazu führt, dass wir sehr, sehr gute Produkte auf den Markt bekommen, natürlich auch genau die Schmiede, die dazu führen wird, dass man auch getrost in 10, 15 Jahren noch von einer sehr starken Autoindustrie ausgehen können. Also für mich ist die hohe Wettbewerbsaktivität genau das, wovon wir dann auch in Zukunft hier leben können und leben werden. Und das trifft sowohl auf das Thema Connected Cars als auch auf das Thema Elektromobilität zu. Zudem fordern uns unsere extremen exportorientierten Fahrzeugzweige, Marken und Absatzmärkte natürlich auch dann entsprechend heraus, dann Produkte abzuleiten, die von dieser Innovation auch weltweit profitieren können und die das dann nachher weltweit auch ausrollen. Ich möchte zum Abschluss mit Ihnen so einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Wenn wir, sagen wir mal, in 10 Jahren wieder in dieser Dreierrunde hier zusammensitzen auf der IZB, also dann sind wir 2024, was werden dann die Themen sein, über die wir sprechen in Bezug auf Connected Car und die E-Traktion? Was nach Ihrer Vorstellung, ist jetzt mal so ein bisschen die Glaskugel, wie wird unser Straßenbild aussehen? Naja, wenn wir über 2024 zusammensitzen, glaube ich, dann kommen wir in das Thema rein, was wir vorhin schon mal kurz angedeutet haben, in das Thema autonomes Fahren. Ich glaube, wir werden ein Straßenbild bis 2024 haben, wo deutlich mehr Elektrofahrzeuge auf den Straßen sind als heute. Und wie gesagt, ob es autonomes Fahren ist oder semi-autonomes Fahren ist, das sehen wir dann mal 2024. Vom Grundsatz her, glaube ich, werden uns die Themen auch noch in 2024 beschäftigen. Dr. Wimmer, Ihr Eindruck?
Beim Thema Connected Car, denke ich, werden wir auch in 2024 noch das Thema Sicherheit diskutieren, also Verschlüsselung von Daten, privater Zugriff, Privatheit. Denn da sehen wir, dass wir am Anfang einer Bewegung sind, die die OEMs noch über Jahre hinweg fordern wird und das nicht nur Echtzeitzugreifen auf Daten, sondern auch Schützen der Daten wird ein Thema bleiben. Da wird schon heute sehr viel gemacht und da wird auch dauerhaft sehr viel zu machen sein. Und das ist ein Sicherheitsaspekt, mit dem wir uns noch in 10 Jahren genauso wie heute beschäftigen werden. Und beim Thema Elektromobilität werden wir uns in der Normalität bewegen. Wir werden dann nachher Fahrzeuge haben, die in dem gleichen Mischungsverhältnis elektromobil angeboten werden wie Diesel, Benzin oder Elektro, in allen Mischvarianten dann auch. Meine Herren, es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre Expertenmeinung. Das war der Polarix Partner Talk hier auf der IZB. Ihnen sage ich danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.